Hey, also erstmal, es laufen mir zwei Ventilatoren und ich kann sie nicht abschalten. Es ist zu warm. Also ich hoffe, ihr könnt das Geräusch irgendwann mal ausblenden. Zweitens, habe ich ein zweitens? Ich glaube nicht. Also können wir auch schon wieder ins Video, starten. Okay. Nun, heute haben wir viel zu besprechen, also tummeln wir nicht lang rum. Also, die Links zu meinen letzten Videos gibt es entweder im Eckerfleckerl oder in der Videobeschreibung. Bei Es Kochen habe ich ein Zuschauerrezept gemacht. Jawohl, ich habe Muffins gemacht, aber ganz lustige Muffins, die sehr gut waren. Ich muss nur lernen, wie man Sachen schön anrichtet, dann. Weil das das Einzige ist, was ich das Kochen und Backen betreffend lernen muss. Und bei Hallo Bulimia, da ging's bunt zu. Da haben wir über Trigger gesprochen und über Demi Lovato. Und da gibt's so viel dazu zu sagen, Leute. Es tut mir so leid. Wisst ihr was? Wir warten ein bisschen. Jetzt haben wir schon mal den Anfang gefilmt. Wir filmen den Rest später, okay? Okay. Jetzt hat der Baustellenlärm. Deswegen höre ich so komisch. Jetzt hat der Baustellenlärm so lange angedauert, dass ich gedacht habe, ach, was soll's? In der Zwischenzeit gehen wir einfach impfen und einkaufen und. Auf jeden Fall stürzen wir uns in die Kommentare von Es Kochen. Da sind es nicht besonders viele, denn wir haben sehr viele Kommentare. Für das Hallo Bulimie Video. Zum Anschauen, das war kein gerader Satz. So manch einer mag sagen, es liegt an der Impfung. Der Moment, wenn man sich fragt, ob man über die Nase Kalorien aufnehmen kann. Jetzt müsst ihr das Video schauen. Wenn ihr neugierig seid, müsst ihr das Video jetzt schauen. Ja, wie gesagt, Infokarte, Eckerl-Fleckerl, Videobeschreibung. Wir haben keinen lustigen Spitznamen für die Videobeschreibung. Die Infokarte ist das Eckerl-Fleckerl. Was ist die Videobeschreibung? Das unten drunter, oder? Eckerlflecker war die Idee von jemandem von euch, soweit ich weiß. Also kommt wahrscheinlich auch einer von euch mit einem coolen Spitznamen für die Videobeschreibung auf. Ich hoffe echt, der Ventilator ist nicht zu laut, aber mein Gott, ich kann ihn nicht ausschalten, sonst zerrinne ich. Lena, man zieht sich doch nicht vor der Kamera weißes Pulver durch die Nase. So entstehen Skandale, oder? Jupp, aber hey, jetzt hast du noch eine weitere Sache mit Falco gemeint. Richtig, Lena. Koksen ist voll okay, aber hinter der Kamera. Wisst ihr, ich bin sowas von Anti-Droge, dass es immer so ein Running Gag in meiner Familie ist, dass ich voll der Drogen-Junkie bin. Meine Familie versteht sehr viel Spaß. Außerdem habe ich heute ein Korsett an! Und keine Hose, denn ich schmelze. Gut, auf jeden Fall. Weiter zu den Kommentaren zu Hallo Bulimio. Trigger sind schwerst triggernd. Sie erinnern an Mord, an Gewalt, an schlechte Westernfilme und andere schlimme Dinge. Aber Digger, ich finde ja. Oh, Digger. Dicker, nicht so gut. Doppel-O. Digga reimt sich auf Trigger. Ach, Jesus, Raupe. Du bist mir eine. Mein größter Trigger ist und bleibt Klamotten kaufen. Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass ich von allen Seiten angestarrt werde und so weiter. Die meisten Sachen bestelle ich mir deshalb online oder kaufe sie secondhand in Facebook-Gruppen. Mein zweiter großer Trigger ist Auswärtsessen. Vor einem Restaurantbesuch studiere ich online die Karte und weiß genau, was ich bestelle. Das habe ich schon öfter gehört. Das soll gut helfen. Ich meine, ich bin immer. Ich meine, ich habe einfach keine Freunde, das hilft beim Nicht-Essen gehen, wisst ihr? Ich habe Freunde, okay. Wisst ihr, früher, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ein Ding ist, aber früher, ganz früher, so 2005, 2006, so die Hate-Kommentare unter Videos waren meistens, hey, du machst Videos, weil du keine Freunde hast. Das war auf YouTube. Habe ich das viel gesehen? Auch MyVideo. Kennt ihr MyVideo? Da habe ich meine ersten Videos hochgeladen. Die Website gibt es zwar noch, aber die hat nichts mehr mit MyVideo zu tun. Das war sowas wie YouTube nur auf Deutsch. Vegas Films hat da ihre ersten Videos hochgeladen. Und auf jeden Fall, da waren immer die Diss-Kommentare. Oh, du machst Videos, weil du keine Freunde hast. Ich glaube, dass heutzutage. Na, ist das nicht mehr so. Was sind heute die Hate-Kommentare? Ich weiß es nicht. Auf dem Weg zur Schule komme ich an einem Bäcker vorbei. Es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich mir da zum ersten Mal was geholt habe. Und dann fast 2 Jahre lang immer das Gleiche. Bis es das eines Tages nicht mehr gab. Innerlich war Aufruhr und ich wollte nur noch weg. Aber ich habe dann die Verkäuferin gefragt wegen einer vergleichbaren Alternative. Und die Alternative schmeckt noch besser. Online triggert mich so leicht nichts, aber
Das echte Leben hat's in sich. Ja. Hat nicht irgendjemand geschrieben, das Leben triggert mich? Oder sowas in der Art? Ich habe die Kommentare nicht reingenommen, aber... Oh, same. Heute bei Hallo Bulimie, Hallo Bulimie, das Musical. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn wir ein Hallo Bulimie Musical machen, haben wir gerade vorgestellt, so 5 Lenas. Nein, warte, wie viele haben wir? Wir haben die Bulimie, wir haben 6 Lenas auf einer Bühne und dann... Oh nein, eine ist schon viel. Oh, wow. Okay, das ist ein sehr cooler Kommentar. Nein, es ist ein uncooler Kommentar, deswegen habe ich ihn reingenommen. Ich finde, Triggerwarnungen sind bei gewissen Themen, die du auch angesprochen hast, wirklich sinnvoll und daher auch angebracht. Ich höre zum Beispiel auch super gerne True Crime Podcasts und die meisten haben dann in den Shownotes die Triggerwarnungen stehen, beziehungsweise sagen es am Anfang der Folge. Ich persönlich hatte nie Probleme, beziehungsweise bin offenbar nicht leicht zu triggern, daher empfinde ich die Warnungen für mich nicht als notwendig. Aber wenn es anderen hilft, ist es doch super und gut, dass es gemacht wird. Jedoch sehe ich es immer häufiger, dass beispielsweise Leute sich bei Amazon in Rezensionen beschweren, dass bei einem Buch über Magersucht keine Triggerwarnung am Anfang genannt wurde. Seriously? Da ist das Stichwort Eigenverantwortung. Ja, das stimmt. Das ist so wahr. Das haben auch andere Leute geschrieben. Ich meine, ich schaue mir auch wahnsinnig gern True Crime Sachen an. Mir hat letztens eine Freundin einen Podcast empfohlen, der heißt Mordlust. Der ist echt cool. Bevor ich ein Kind hatte, hatte ich kein Problem mit irgendwie True Crime Sachen zu hören, die irgendwie mit Kindern zu tun haben. Wenn ich mittlerweile auch nur höre, dass True Crime und in der Geschichte kommt ein Kind vor, ist das so, oh Gott, nein. Wisst ihr, da dreht die Mutter in mir durch, weil man stellt sich dann immer vor, was ist, wenn das mir passiert und ich weiß nicht, ah, oh, nein, ah. Wisst ihr, wenn ich nur so drüber rede, nur so an der Oberfläche kratze, ich drehe durch. Und eben, wenn es ersichtlich ist, dann kann man sich ja schon davon fernhalten. Abgesehen davon, was erwartet man, wenn man ein Buch über Magersucht kauft? Und wie du gesagt hast, Trigger ganz zu vermeiden, wird niemals funktionieren. Und es ist, denke ich, immer sinnvoll, daran zu arbeiten, wenn man merkt, dass die Trigger den Alltag negativ beeinflussen. Der letzte Satz ist gut. Zum Thema Komfortzone ist mein Lieblingssatz. What do you mean, get out of your comfort zone? I'm always uncomfortable. Ich liebe diesen Satz. Ich spüre diesen Satz. Ich finde im Internet Triggerwarnungen richtig und wichtig, weil der Ersteller des Inhalts quasi damit erfragt, ob du das gerade überhaupt sehen oder hören möchtest. Wie es in einem realen Gespräch normalerweise auch der Fall ist. Bei Reizen, welche bei einer breiteren Masse etwas auslösen können, wie Sexismus oder Rassismus, halte ich dies mittlerweile sogar für fast selbstverständlich, wenn man einen Safe Room für eben jene Betroffene erstellen will. Ich würde beispielsweise aber niemals erwarten, dass Personen von vornherein Inhalte meiner relativ selten verbreiteten Phobie, die dann Grübelzwänge auslöst, als Triggerwarnung kennzeichnen. Zu Demi Lovato. Ich hätte es verstehen können, wenn es da um Drogen gegangen wäre, weil man da halt nicht damit rechnen kann, dass man irgendwo damit konfrontiert wird, außer man befindet sich auf einer Drogenparty. Jedoch ist Gebäck in einem Café nicht ungewöhnlich und berechenbarer. Deshalb schade, dass sie, ich weiß leider nicht, wie das deutsche BIN primär da... Ich kann das, Leute. Ich weiß leider nicht, wie das deutsche BIN binär... Ich weiß leider nicht, wie das deutsche Bin-Binary-Pronomen da ist, so darauf reagiert hat. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob ich das... Ich meine, ich habe mir auch Sachen aufgeschrieben, die ich erwähnen will. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt sehr durcheinander sage, was ich sagen will. Ich glaube, die Sache bezüglich Demi Lovato und diesem Frozen Yogurt Shop ist, dass Demi Lovato in dieser ganzen Affäre so unglaublich arrogant rübergekommen ist. Selbst in dem Entschuldigungsvideo wurde nicht wirklich Entschuldigung gesagt. Ich habe das Video zweimal gesehen und es war... Ich meine, natürlich, es ging um Demi Lovato und diesen Froyo Shop. Aber es ging dauernd ich und außerdem ich und ich fühle mich so und ich. Aber es war kein... Es tut mir leid dabei. Demi Lovato hat eher genervt gewirkt, als dass es wirklich... irgendwas anderes war... Es war eher eine Rechtfertigung, darauf will ich hinaus. Und dass Demi Lovato erwartet, dass sich die ganze Welt an sie anpasst, ist auch so unglaublich unrealistisch. Was soll der Frozen Yogurt Shop machen? Soll er die Kekse aus dem Sortiment nehmen und wenn dann ein Diabetiker reinkommt, sagen sie, oh, Demi Lovato hat gesagt, du darfst keine Kekse essen. Ich meine, die Sache ist, wenn es ein Trigger für Demi Lovato war, dann hätte man auch anders damit umgehen können. Also wenn es ein Trigger, es war eindeutig anscheinend ein Trigger. Aber ich denke, dass, ich meine, der nächste Kommentar ist,
finde es tatsächlich ein wenig problematisch und unempathisch, wie du über Demis Trigger sprichst. Ob es gut war, dass sie es so breit getreten hat, sei mal dahingestellt, in meinen Ohren klang es sehr abwertend. Die Sache, die mich so fertig macht, ist, dass ich glaube, ich schaue nochmal nach, aber ich bin mir der Zahl bezüglich sehr sicher. Jetzt gerade hat Demi Lovato 107 Millionen Abonnenten. Und zum Zeitpunkt, als sich das Ganze abgespielt hat, hatte dieser Froyo-Shop 5000 Abonnenten, Follower. Und versteht ihr, diese Persönlichkeit hat diesen Froyo-Shop attackiert, weil dieser für jeden etwas im Angebot haben will. Und das macht mich einfach rasend, weil es wirkt so, als ob Demis Welt sehr auf Demi beschränkt ist. Das, wie schon gesagt, ich finde es sau arrogant. Es tut mir leid. Ich war dann im Video auch bissig, was das anging, weil ich es nicht mag, wenn jemand so... Natürlich, schau auf dich, schau gut drauf, dass du gesund wirst, gesund bleibst. Und natürlich setze ich für Dinge ein, das hat Demi ja auch gesagt, die dir am Herzen liegen. Das, natürlich, ja, aber nicht so. Das war einfach unnötig. Ich meine, Demi hätte auch einen Post drüber machen können, in dem der Froyo-Shop nicht genannt wird. Wo Demi dann einfach drüber schreibt, ich war in einem Shop. Und da gab es Kekse und die haben mich getriggert, weil sie zuckerfrei sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich meine, unterm Strich, ich fand es einfach falsch. Die ganze Aktion fand ich falsch. Ich meine, wenn ihr anderer Meinung seid, ihr könnt es mir auch gerne wissen lassen, wie ihr drüber denkt. Ihr habt mir ja auch viele Kommentare geschrieben, was das Ganze angeht. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie es ist, mit einer Lebensmittelunverträglichkeit zu leben. Ich habe keine. Aber ich denke, man freut sich schon, wenn man wo reingeht und zum Beispiel glutenintolerant ist und dann sieht man Kekse und denkt sich, hey, ich kann vielleicht das nicht essen, aber ich kann das essen. Oder man ist Diabetiker. Ich bin mir sicher, dann freut man sich, wenn man wohin geht und sieht, hey, die haben auch was für mich. Ja, ich habe mir auch dann gedacht, was soll dieses Geschäft machen? Soll es so ein Riesenplakat in die Auslage hängen? Triggerwarnung Kekse? Da sind wir wieder bei dem Punkt bis, ich weiß nicht, Eigenverantwortung. Eine Sache noch, bevor wir so richtig in das Thema übersteigen, über das ich heute noch reden will. Demi Lovato hat sich kurz nach diesem Froyo-Fiasko als non-binär geoutet. Und wenn jemand non-binär, nicht-binär, ich glaube, ich mische gerade das Englische und das Deutsche non-binary. Und das heißt, wenn jemand non-binär ist, fühlt er, sie, es sich keinem Geschlecht zugeordnet. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, bevor wir so richtig übersteigen in das Thema, ich habe mich noch nicht viel damit auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich bin doof. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab große Angst, dass ich hier Blödsinn erzähle. Deswegen habe ich eine Internetseite offen. Ich hab mich durch so viele Internetseiten gegraben. Auf jeden Fall, Menschen, die sich nicht einfach als männlich oder weiblich identifizieren können, haben den Begriff non-binär entwickelt. Nur damit wir uns alle auskennen. Und was eben angemerkt wurde, in dem Video habe ich zu Demi immer sie gesagt und ihr habt mir gesagt, sie hat sich als non-binär geoutet. Das wusste ich. Sie hat sich als non-binär, seht ihr, es war mir bewusst. Allerdings ist es mir entfallen, während ich das Skript geschrieben habe und während ich das Video gedreht habe. Wisst ihr, es ist immer so, als YouTuber ist das geilste Gefühl überhaupt, wenn man ein Video fertig geschnitten hat und man lädt es hoch. Und dann ist es hochgeladen und man denkt sich, oh geil. Oh fuck, ich habe was vergessen. Denn dann, wisst ihr, kaum war das Video online, habe ich mir gedacht, oh, Moment. Sie hat sich ja geoutet. Oh. Und dann habe ich gegoogelt und geschaut, okay, habe ich sehr großen Blödsinn gesagt im Video? Weil ich eben sie gesagt habe. Und passt auf, ich muss mit euch teilen, was ich gefunden habe. Zum einen habe ich euch gefragt, welche Pronomen verwendet man? Denn ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich einen Artikel gefunden, hier auf der Seite von br.de. Auf jeden Fall, der Artikel heißt, wie rede ich am besten mit Non-Binaries? Und da gab es eben Fragen an drei Leute. Ich meine, da waren auch so Sachen wie, wie spreche ich Non-Binary People am besten an? Einfach mit einem freundlichen Hey du oder formell natürlich auch ich grüße sie. Man sollte geschlechterspezifische Ansprachen wie Herr oder Frau einfach vermeiden.
ist es okay, unsicher zu sein. Es ist in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen, dass wir so existieren, wie wir sind. Deswegen kann ich das vollkommen verstehen, wenn das ungewohnt ist oder wenn man sich fragt, wie spreche ich die Menschen an und wo sind die Fettnäpfchen. Wisst ihr, ich bin ohnehin sozial eine Kartoffel. Ich trete so in so viele Fettnäpfchen. Genau, und hier steht, was sollte man bei Pronomen beachten? Und da waren die Antworten, am besten einfach neben dem Namen auch gleich nach dem Pronomen fragen. Mir persönlich ist das nicht so wichtig, aber manche legen zum Beispiel viel Wert auf das Sie bzw. Er. Und wer das Pronomen gerade nicht weiß, kann einfach den Namen wiederholen. Meine Kamera darf gerade zu filmen und ich weiß nicht wann. Eine andere Antwort, auch hierauf kann es keine pauschale Antwort geben. Im Englischen wird oft das They benutzt, wenn das Geschlecht einer Person unbekannt ist. Im Deutschen hat sich das so einfach noch nicht etabliert. Da hilft nur Fragen, am besten auch nach dem Pronomen, aber nicht nach einem bevorzugten. Das erweckt den Eindruck, als wären die gewählten Pronomen von Non-Binary-Personen in irgendeiner Weise verhandelbar. Ich höre oft von Bedenken, die Pronomen eines Gegenübers abzufragen, als wäre das eine Beleidigung. Ich antworte darauf immer, ja, ich verstehe, was du meinst. Und entscheide auch situativ, ob der Moment dafür gerade sicher genug ist. Das ist leider manchmal mitzudenken. Genau, und hier kommt jetzt das Interessante. Ich habe ja euch gefragt, wie das ist, wie das im Deutschen ist. Weil eben im Englischen sagt man they und them, statt he oder she. Und im Deutschen, ich habe zuerst gedacht, es ist es. Weil das ist ein Ausschlussverfahren, er, sie, es. Und in diesem Artikel hier steht, als es bezeichnet zu werden geht gar nicht, weil ich bin kein Gegenstand, sondern ein Mensch. Und es hat Sinn gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber dann hat mir jemand geschrieben, ich bin selber auch non-binär und meine Freunde benutzen bei mir es deren. Und dann war ich wieder verwirrt. Ich meine, wenn mir eins klar geworden ist durch diese Recherche, die ich da gemacht habe und durch eure Antworten, dann, dass es noch nichts wirklich Etabliertes gibt. Eben so wie in dem Artikel gesagt wurde, einfach nachfragen. Wisst ihr was? Ich verlinke die Artikel. Ja, weil ich habe noch einen zweiten Artikel gefunden. Da ging es auch um unter anderem um die Pronomen, natürlich. Ich meine, dieser Artikel heißt, wenn eine Person einen Namen lernen kann, kann sie auch ein Pronomen lernen. Und da gibt es wieder eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Wie hat dein Umfeld auf dein Outing und den damit verbundenen Pronomenwechsel reagiert? Der Großteil meines Umfelds hatte kein Verständnis dafür. Relativ zu Beginn probierte ich das Pronomen X aus. Und in dem Artikel gibt es noch einige andere Pronomen, die erwähnt werden. Also hier steht zum Beispiel Pronomen wie Xier oder Hen und M. Und dann hat mir jemand von euch einen Kommentar dagelassen, in dem man they, deren, dessen benutzt oder einfach immer den Namen der Person im Satz benutzt. Ich meine, wenn ich es mal zusammenfassen kann, so wie ich das bisher verstanden habe. Und ihr könnt mir sagen, ob ich es richtig verstanden habe oder nicht. Es gibt nicht so die offizielle Version, wie man jemanden anspricht, der, die, they, non-binär ist. Und am besten ist es, wenn man einfach nachfragt. Und they und them kann man ja eigentlich auch nicht wirklich. Ich meine, they und them ist ja auch nicht wirklich es auf Deutsch. Ich meine, ich hoffe, ihr wisst, es war nicht meine Absicht, Demi insofern zu beleidigen oder generell jemanden zu beleidigen oder auf die Füße zu treten. Es war Unbedachtheit meinerseits. Aber wenn es euch aufgefallen ist, ich hab mir wirklich Mühe gegeben, es in diesem Video besser zu machen. Ich hoffe, ich habe es besser gemacht. Ich meine, wie gesagt, lasst mir gerne euren Input da. Ich werde das nächste Mal, wenn ich... Ich meine, nicht, dass ich so oft über Demi Lovato rede. Aber es ist gut, dass... Wisst ihr, ich habe es auch geschrieben in den Kommentaren. Es ist gut, dass ihr mich darauf hinweist, auch wenn ich es in der Videobeschreibung angemerkt habe. Es ist ja gut, dass das Leuten wichtig ist. Meine eine Sache, ich habe ein Video gesehen, ich weiß jetzt leider nicht mehr welches. Es gibt unter Stars und unter Influencern so das, dieses Phänomen, dass wenn sie etwas machen, das kontrovers ist. Kurz darauf kommt irgendein Outing. Und zwar nicht unbedingt nur auf die Sexualität bezogen. Mir fällt der Name nicht ein. Aber es gab eine Fitness-Influencerin, die ihre Fans über den Tisch gezogen hat. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich werde es googeln, diese Dame hier. Und ich weiß, ihr denkt, oh, Fitness-Influencerin Lena, bist du etwa essgestört? Ich meine, ja, aber ich interessiere mich sehr für MLMs und für so Scams, also so Betrugsmaschen. Da könnte ich mir echt stundenlang Videos drüber an. Ich schaue mir stundenlang Videos drüber an. Und da habe ich das gehört, also diese Geschichte. Und kurz nachdem das Ganze passiert ist, nachdem sie also ihre Fans über den Tisch gezogen hat, hat sie ein Entschuldigungsvideo gemacht. Und dann plötzlich ist sie sehr christlich geworden. So,
schlagartig. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, aber Kevin Spacey hatte ja auch ein extrem unglückliches Timing für sein Coming Out. Ich weiß nicht, es fühlt sich für mich ein bisschen so an, als ob, ich meine, vielleicht hatte Demi das schon länger vor, sich zu outen, aber das Timing war sehr kurz nach einer Kontroverse und es gab auch Leute, beziehungsweise es gab Leute, ich spreche immer so, diese ominösen Leute. Ich habe Kommentare gelesen und eben Videos gesehen, wo Leute gesagt haben, schon wieder diese ominösen Leute. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Stars nach einer Kontroverse sich plötzlich einer Randgruppe zuordnen, weil sie dann mehr oder weniger schlechter angreifbar sind. Ich meine, wie gesagt, ob das jetzt der Fall ist bei Demi, weiß ich nicht. Und ich fand es auch scheiße, dass Demi sich nicht entschuldigt hat. Das war keine Entschuldigung. Oh wow, das wird ein langes Video, das sehe ich jetzt schon. Danke auf jeden Fall für euren Input. Ich gebe hier wirklich mein Bestes. Vielen herzlichen Dank an meine Patreons. Ich werde die Woche, eigentlich wollte ich es letzte Woche machen, aber ich bin, ich habe es letzte Woche nicht untergebracht, aber die Woche werden wir einen Sims-Livestream machen. Das heißt, ich werde die Sims 4 spielen. Ihr habt auf Instagram abgestimmt. Ich habe gefragt, Sims 2 oder 3. Ihr habt gesagt, 3 ist euch lieber. Und dann habe ich gesagt, Sims 3 oder 4. Und ihr habt gesagt, oh, 4. Also habe ich mir die Sims 4 runtergeladen und die werden wir gemeinsam spielen. Jawohl. Also ich werde spielen und ihr werdet zugucken. Ja, wann das sein wird, werde ich euch noch sagen. Ich habe überlegt, vielleicht Mittwoch statt des Kochen, dass wir stattdessen einen Livestream machen. Ja, klingt das gut? Ansonsten lasst mir gerne Fragen, Anregungen und Ideen da. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Ich passe auch auf mich auf. Cooler Abschiedsgruß. Es sieht aus, als würde es gewittern. Das wäre sehr schön. Ein bisschen Regen. Ein bisschen kühler.